this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. So, was geht ab YouTube? Euer German ist back am Start für euch mit einem weiteren Video. Und zwar heute mal, ich glaube, ein Tag nach Weihnachten. Ich musste gerade erstmal überlegen, welcher Tag heute ist. Ich bin so durch, ohne Witz auf jeden Fall. Ich hatte ja gestern Geburtstag und Weihnachten und wisst ihr ja eigentlich alles. Und jetzt ist mir halt was eingefallen, wozu ich noch ein Video machen wollte. Und wundert euch nicht, warum ich hier so zwischen so vielen Süßigkeiten liege. Ich gönne mir gerade. Es ist jetzt nämlich Sonntag, glaube ich, ne? Weil das ist ja immer so, in den Ferien vergisst man, welcher Tag es ist. Ja, heute ist Sonntag und ich habe da hinten bis gerade eigentlich Fernsehen geguckt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich noch zu etwas ein Video machen wollte. Und zwar zu einer Sache, die sich vor ein paar Wochen ereignet hat. Und zwar war jemand, und zwar war es ein Abonnent. Es ist ja so, ihr kennt das bestimmt bei größeren YouTubern, aber eigentlich wirklich bei deutlich größeren, dass eben Abonnenten auf kreativste Art und Weise versuchen, an die YouTuber heranzukommen. Und das machen die mit, ich weiß es nicht, manche machen es halt mit so Sachen wie Donations, die einfach voll übertrieben hoch sind. Das hat man ja bei Gronkh gesehen mit diesem Ölscheich oder was das da war, der da wirklich tausende Euros gespendet hat. Das ist aber noch eine coole Art und Weise, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann gibt es halt eben noch andere, und ich bin mir sicher, er wird das Video hier auch schauen, die eben mit anderen Methoden versuchen, an die Aufmerksamkeit von YouTubern ranzukommen. Und das habe ich jetzt vor kurzem erlebt. Und zwar war da ein Abonnent, ich nenne ihn jetzt einfach mal, wie sollen wir ihn mal nennen, also Six and a half hours later. Nennen wir ihn mal Pascal. Nichts gegen irgendeinen Pascal, wenn jetzt den Pascal mein Video schaut. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Pascal. So, dieser Pascal hat mich vor einigen Monaten schon angeschrieben. Das habe ich aber erst im Nachhinein dann gesehen, dass ich schon länger mit ihm geschrieben hatte eigentlich. Und zwar hat er dann vor einigen Monaten mit mir geschrieben und wollte so eine Freundschaft aufbauen, sag ich mal. Wo ich auch grundsätzlich kein Problem mit habe, mit Abonnenten befreundet zu sein. Genau, ganz im Gegenteil. Also, ich finde es sogar cool, wenn YouTuber mit ihren Abonnenten befreundet sind. Okay, nicht mit jedem natürlich, das würde nicht funktionieren. Aber wenn man versucht, als YouTuber zumindest mit den Abonnenten in Kontakt zu treten, so, das finde ich ja cool. Und das mache ich natürlich auch, ne? Ihr seht es ja allein schon in den Kommentaren. Ich antworte auf jeden Kommentar und so. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Und zwar hat dieser Pascal mich angeschrieben, hat gefragt, ob wir uns mal treffen wollen oder so in Köln. Das ist ja nicht besonders weit weg von mir, das weiß der ein oder andere ja vielleicht. Und dann habe ich aber geschrieben, so, das wird nichts und so, weil ich bin halt, das wisst ihr ja, durch meine Fernbeziehung und so, habe ich erstens mein ganzes Geld in den Zugfahrten und so weiter zu der Zeit. Jetzt ist ja Weihnachten, jetzt hat man ja wieder neues Geld durch Weihnachten und so, ist ja logisch. Und Geburtstag, aber so zu der damaligen Zeit, ich glaube, das war vor 2 Monaten oder so, da ging mein Geld halt eben auf die Zugfahrten zu meiner Freundin drauf, so. Und da hatte ich natürlich jetzt keine Zeit und keine Lust, keine Zeit vor allem, meine ich jetzt, nach Köln zu fahren, weil wann soll ich das denn machen? Und das war halt eben dann das Problem. Und deshalb habe ich dann eben gesagt, das geht nicht. Und ja, dann war auch erstmal Stille. Dann haben wir nicht mehr geschrieben, ich und dieser Pascal. Und dann ging es ungefähr jetzt vor 3 Wochen ungefähr. Hat er dann wieder angefangen zu schreiben und so. Und hat dann geschrieben, jetzt kommt es. Und zwar, das ist auch der Punkt, der ihm dann zum Verhängnis wurde. Er hat geschrieben, dass er Kontakt zu einem YouTuber namens Izzy hat. Ihr kennt ja sicherlich Izzy. Ich werde euch mal kein Bild jetzt einblenden. Ihr kennt ihn bestimmt auf jeden Fall. Ist Izzy ein YouTuber mit ordentlich großer Reichweite? Und er hat geschrieben, dieser Pascal, dass er eben Kontakt zu Izzy hat, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hat gesagt, wenn ich mich mit ihm treffe, mit dem Pascal, dann kann er ja Izzy mitbringen, so nach dem Motto. Wisst ihr, was ich meine? Also dann könnte er mir Kontakt zu Izzy machen. Also Kontakt zu Izzy knüpfen, so. Und ja, gut, bis dahin ist ja erstmal nichts weiter so jetzt sehr dramatisch. Also ich denke mal, jeder hat schon mal so eine Notlüge benutzt oder sonst irgendwas. So, allerdings geht's dann jetzt weiter. So, ich habe dann noch ein paar Tage mit ihm geschrieben, weiter und weiter. Ich habe ihm das nicht geglaubt auf jeden Fall. Habe ihn nach Beweisen gefragt. Ich blende euch auch mal so ein paar Chats ein und so. Und ich habe ihn dann eben nach Beweisen gefragt, und dass ich ihm das nicht glauben konnte. Und er hat dann immer wieder mit irgendwelchen komischen Antworten und mit komischen Rausreden gekontert und abgeblockt. Und eben deshalb habe ich ihm das auch nicht geglaubt. Und
Ja, dann irgendwann allerdings habe ich dann gedacht, so, er ist ziemlich hartnäckig. Ich glaube, es könnte vielleicht doch was dran sein. So, dann habe ich aber gesagt, er soll mir das jetzt beweisen. So, oder ich breche Kontakt ab, ne? Und dann hat er halt eben einen Kollegen oder mit seinem zweiten Handy, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein Kollege von diesem Pascal war oder ob er das selber war mit einem zweiten Handy. Und zwar hat er dann gesagt, der Pascal hat mir dann geschrieben, dass jetzt Izzy mich anschreiben wird, dass er das mit Izzy geklärt hat. Und dann habe ich eine zweite Nummer angeschrieben, die ich noch nicht abgespeichert hatte. Das war dann wahrscheinlich der Kollege von Pascal. Und der hat dann eben geschrieben, hallo Hendrik, ich bin's Alex, also Izzy. Und dann dachte ich mir natürlich erstmal, okay, das ist auf jeden Fall krass, ne? Dann habe ich aber gesehen, dass dieser Izzy, diese neue Nummer, seinen Status vor 7 Minuten geändert hat in Take It Easy. Das ist ja der Spruch von, also der Slogan von Izzy. Take It Easy. So, kann ich euch mal hier einblenden. Und den hat er vor 7 Minuten geändert. Und da kam mir dann dieser Gedanke, das muss ein Fake sein, weil genau vor 7 Minuten geändert. Und das erste Profilbild, also das erste Bild auf Google, war das Profilbild von dieser Nummer. Und da wurde mir dann klar, das kann nicht stimmen. Dann habe ich ihm das auch geschrieben, ne, ob es ihm Spaß macht, sich als YouTuber auszugeben. Ihr seht die Chats ja hier. Und dann wurde ich halt eben von beiden blockiert, von Pascal und von diesem Kollegen. Also Pascal, ne, wir nennen ihn jetzt nur Pascal. Und dann habe ich eben in der Anzeige gedroht. Ich habe Izzy, dem echten Izzy, das natürlich auch geschrieben. Ob jetzt im Endeffekt eine Anzeige bei rumkommt oder nicht, das entscheidet jetzt der echte Izzy. Ich kann da ja natürlich nichts machen, weil ich kann das nicht anzeigen. Das muss, wenn dann, derjenige anzeigen, dem, ja, als der sich ausgegeben wurde. In dem Fall ja Izzy. Und wie gesagt, das Ganze wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn nicht diese Nummer dazugekommen wäre. Diese zweite Nummer, der Freund von diesem Pascal. Sonst wäre es nicht irgendwie strafbar gewesen, aber dass der dann mit einer zweiten Nummer, mit einem zweiten Handy sich als Izzy ausgegeben hat, das ist dann Identitätsdiebstahl und das ist halt eben verboten. So. Und warum mache ich jetzt so ein Video? Einfach, um euch mal darüber aufzuklären, dass man auch mit... Man muss nicht einfach irgendwelche kranke Scheiße machen, um an YouTuber ranzukommen, sondern einfach... Leute, schreibt einfach positives Feedback in die Kommentare. Ich kann jetzt so viele Namen aufzählen von Abonnenten, die mir im Kopf bleiben, auch wenn sie nicht irgendwie sich damit ausgeben, Kollegen von Izzy zu sein. Und ich könnte jetzt Bonnie the Rockstar oder sonst wen, ja? Also wirklich ganz viele Namen. Also es sind einfach so viele Namen, die ich im Kopf habe, von Abonnenten und so, die nicht so eine kranke Scheiße abziehen, die ich mir aber trotzdem merken kann, nur weil sie positives Feedback schreiben, so. Und deshalb bin ich eben der Meinung, Leute, macht es mit positivem Feedback und gebt euch nicht mit so einer Scheiße ab. Also im Endeffekt hat er jetzt genau das Gegenteil damit bewiesen, er ist bei mir durch und ne, ist ja logisch. Und ja, er hat genau das Gegenteil damit erzielt. Und ich denke mal, das war jetzt wohl nicht sein Ziel, er hat sich auch mehrmals bei mir entschuldigt, aber ob das jetzt eine Anzeige gibt oder nicht, das entscheidet jetzt eben Izzy. Und, also der echte Izzy, ne, nicht der Fake Izzy. Und mein Arm tut langsam weh vom Halten. So, ich setze mich mal anders hin. Ach, übrigens, das ist kein Product Placement. Das sind einfach Weihnachtsgeschenke. Und, ja, wie gesagt, was ich damit sagen will, Leute, bleibt einfach real und gebt euch nicht als irgendwas Besseres aus, als ihr eigentlich seid. Und macht nicht so eine Scheiße auf jeden Fall, weil ihr seht ja, was am Ende bei rumkam. Und das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben, Leute. Also macht euch jetzt noch einen coolen Tag heute, 3 Tage nach Weihnachten. Nee, was laber ich? 2 Tage nach Weihnachten. Und ich bin jetzt raus, Leute. Morgen kommt meine Freundin endlich zu mir. Und vielleicht kommen dann ja mal ein paar Videos mit ihr zusammen. Hätte ich auf jeden Fall Bock zu, Leute. Aber der Support, also die ich sehe ja, die Aufrufe gehen immer weiter runter. Und das macht halt irgendwie, das demotiviert einfach unnormal. Und deshalb würde ich mir irgendwie wünschen, dass die Aufrufe mal wieder nach oben gehen. Und scheiße, da stehen die Geschenke für meine Freundin. Ich hoffe, man kann das jetzt nicht sehen, was da drin ist. Weil, wie gesagt, eigentlich hätte ich die ja schon an Weihnachten abgeben müssen. Ich meine, es sind Weihnachtsgeschenke. Allerdings sehe ich meine Freundin ja erst am 27., also morgen. Und deswegen, wenn sie heute das Video schaut, sieht sie da schon ihre Geschenke stehen. Aber man kann zum Glück nichts erkennen. Und Leute, macht es jetzt mal auf jeden Fall mal gut. Nee, macht es nicht gut, macht es besser, so wollte ich sagen. Und ich bin weg, ich gönne mir jetzt hier noch ein bisschen
Leute, macht ihr das gleiche auch mal. Haut da rein, euer German ist weg und peace.